Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Auf geht die wilde Fahrt. Wie ihr sagt, wir machen da weiter, wo ich gestern erstmal aufgehört habe. Schön mit Rekrutierung. Etwas weiter rekrutieren. Vielleicht die Basis noch weiter ausbauen und dann mal gucken, was bei rumkommt. So, man sieht alles. Man hört hoffentlich alles. Dann soll es doch klappen. Habe ich bestimmt noch Bücher, die ich abgeben kann? 3 alte Bücher gespendet. Das müsste man sich auch alles mal hier durchlesen. Tagebuch der Bürgermeisterin, Meisterbuch der Shi'ak-Lieder. So, ich muss mal ein Gegnerbuch. Jetzt will ich mal gucken. Von so einem Phantomvogel, der soll ja angeblich diesen Glitzerstein fallen lassen. Jetzt muss ich den nur mal finden hier. Relzwölge. Oh, gegen Relzwölge habe ich auch schon mal gekämpft. Phantomvogel. Da, glänzender Stein, den brauche ich. Eine Superspezies von Relzwergel tritt seine Beute mit seinen kräftigen Beinen, sammelt gerne funkelnde Gegenstände. Ich glaube, das ist halt ein sehr seltener Gegenstand, den er da fallen lässt. Und ich hatte bisher noch nicht das Glück, dass ich den bekommen habe. Please, come again. Da müsste ich auch mal richtig in den Grind reingehen, dass ich den bekomme. So, erstmal gehen wir jetzt zu Bababa. Aber hier kann ich eigentlich hier mit dir. Berichte müsste ich mal gucken, ne? Epischer Erfolg. 92 Stein, 6 Eisenerz, 3 Platinerz und ein Süßigel. Bauholz, mystisches. Ah ja, der bestens geklappt. Okay, dann sprechen die da halt. Okay. Muss ich die irgendwie annehmen? Nö, ne? Okay. Achso, die sind jetzt dauerhaft unterwegs. Mission abbrechen. Okay, dann kann ich abbrechen. Die sind jetzt dauerhaft unterwegs. Ja, okay, dann sammeln die halt, ne? Eisenerzstein. Ein bisschen Knochen, ja, das wäre auch nicht schlecht. Goldenes Ei. Nun gut. Also habe ich die Gruppen schon mal gut zusammengestellt. Das freut mich, dass ich das hinbekommen habe. What wisdom do you seek? Machen wir mal Ort prüfen. Ei, da sind ja einige. Wer ist ein Brunella? Wo habe ich einen Brunella gesehen? Oh, Gottes Willen. Für 300 Backwaren, dann mach mal. Ich würde mal gerne wissen, wo meine Schwester ist. Okay. Zu ihr sehe ich nichts, aber ich habe gesehen, dass ein anderer Pfad offenbart wird, wenn du alles andere gesammelt hast. Das war mir klar. Gucken wir mal hier.
Ich weiß zwar nicht, wer das ist. Aber sie wird auch gut reich, wenn ich da jedes Mal 300 bezahle. Jemand anderes sucht nach dem Mädchen. In derselben Stadt ist ein Basar zu finden. Das klingt nach Anfangsregion. Ja, ist gut. Diese Person setzt viel Vertrauen in die Macht von Magie. Für ihn ist die Magie von... Nein, mehr sollte ich nicht sagen. Er trainiert auf einem Berg mit einer Hängebrücke. Das ist doch der Berg in der... am Anfang, oder? Der in die Heimatstadt führt. Diesen Schmied zu überzeugen wird schwer. Du solltest aber seine Schmiede in der Springbrunnenstadt aufsuchen. Was ist denn die Springbrunnenstadt? I await your... Dorf mit Basar. Das könnte das hier sein. Da war ein Basar, soweit ich das weiß. Ah, ich bin mir nicht sicher. Muss ich jetzt gucken. Aber das ist doch ein Basar hier. Schauen wir mal rein. Da, Basar. Willst du dir nicht im Basar ansehen? Gut. Ups. Okay, so einfach kann es sein. Man muss auch mal eine alte Dame anquatschen. Einfach. Oh, are you travelers? Yume is my granddaughter. Did you see her along the road? She's 6 years old and wears her hair in a bun. I haven't seen her, I'm sorry. Why? Is something wrong? She said she was going to the mountains to play with some new friend of hers. But then I heard there were sightings of some kind of big hairy monster. I'm worried sick. If I weren't so old and frail, I'd go find her myself. I wish someone would check on her and make sure she's okay. Das machen wir doch selbstverständlich. She can't have gone far. She's either at the mountain pass to the west or Redthroat Ridge to the east. Don't worry. I'll find her. Really? Oh, thank you, young man. Thank you. Ich bin einfach zu gut. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Dann schaue ich erstmal die naheliegende, nämlich hier. Das ist doch mit Hängebrücke hier, oder? Ist hier nicht eine große Hängebrücke? Dann sollte ich doch hier den anderen rekrutieren können gleich. Ah, ich wollte doch eigentlich Yugo ausrüsten. Und ein bisschen upgraden. Da oben ist die Hängebrücke. Ja, dann gehe ich da mal gucken, ob da die Person ist, die ich suche. This'll be a cinch. Here's a little Guardian Arcana. Zack, zack, zack. Damit mein Yugo ein bisschen Erfahrungspunkte sammelt. Schön mal auf Stufe 9 hoch, jawohl. Ich gehe zur Hängebrücke. Vielleicht sind ja hier zwei auf einen Schlag jetzt. Das wäre ja richtig praktisch. Dö, 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 dö.
10 Nahrung erhalten. Also durch das Bad sind die HP gestiegen. Das ist gar nicht mal schlecht. Sullying my blade. 1300 kriegt er. Gleich mal hoch. Hoch eine Stufe mit dir. Stufe 10. Also die hätte ich schon von Anfang an haben können. Ja, das ist echt. Das ist dann ein bisschen ärgerlich, dass ich den verpasst habe. Aber man kann den ja mit hochziehen jetzt. No problem at all. So, hier ist doch eine große. Das ist doch die große Hängebrücke. Das muss es doch sein. Let's do this. Here's a little guardian arcana. Muss ich nur noch finden. Muss nur noch finden. Wo der sich da versteckt. Oh, Level 12, Alter, das gefällt mir richtig gut. Ah, nicht, dass der sich da unten in der Ecke noch versteckt. Wo ich jetzt vorbeigerannt bin. Hm. Wäre ja cool gewesen, wenn der mitten auf der Brücke steht. Das wäre ja mal richtig cool gewesen. So, jetzt hat er schon mal Stufe 12. Jetzt kriegt er nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Versteckt er sich hier hinten? Da ist er. Ui. Geil. Magic. Only by magic can a person focus destructive energy into a single point and transform boulders to dust. Heed my words. Let's slip your hesitancy and join me in pursuing the way of the spellcaster. Mm-hmm. Actually, we were hoping you might join us, considering you're so good at magic. Ah. How fortuitous. Perhaps the time has indeed come for me to dazzle the world with my finely toned sorcery. That said, I fear I flex these bulging skills for fellow magical prodigies alone. Hmm, let's see here. Yes, yes, sweet biceps, yes! Just look at all that MP! I've never seen so many Muscle Points! Muscle Points, okay. Muscle Points are the most crucial metric for determining how much magical power a caster can draw from. Okay, zum Glück habe ich jemanden dabei, der hohe MP hat und er freut sich sehr darüber. One of you is dripping with them. Das freut mich. Come then, let us fight together! And lift our way to Berlin, new heights of mysticism. Okay. Schließen wir uns zusammen. Gladly. My name is Maureus. And we now set out on a journey to magical infamy. Maureus, der Muskelmagier. Fein. Aber das andere scheint nicht hier zu sein, ne? Sonst wäre doch da bestimmt schon irgendwas getriggert worden. Let's do this. Here's a little guardian arcana. Aber so können wir noch ein bisschen Yugo leveln. Das freut mich auch. Eliminating target. This is the end. Well fought, my chum.
Was ist denn die Springbrunnenstadt? Da bin ich so ein bisschen überlegen. Ältes weiß, aber da habe ich keinen Schmied gesehen, den ich hätte rekrutieren können. Ich glaube, hier ist nichts. Auf die Gefahr hin, dass ich mich natürlich täusche, aber... Ja, also ein alleine da, das ist mir ein bisschen zu affig. Na, ich laufe jetzt einfach raus und teleportiere mich dann zum Rotkehlkamm. Und hoffe einfach, dass da was Schönes auf mich wartet. Aber es könnten schon die beiden sein, ne? Ein kleines Mädchen und ein Biest. Und ein Biest. Das wirkt ja schon so ein bisschen so. Mal gucken, ne? Ob ich jetzt richtig liege. Rotkehlkamm. Ab hin da. Hallo, ist jemand hier? Ist hier ein Monster? Das Rekrut... Da sind sie doch. Ui. Also das sind sie doch auf jeden Fall. Würde ich vermuten. So. Okay. Leave her alone. Who are you, Mister? Ja. I'm Noah, and you must be Yume. Your grandma is looking for you. A worry ward. I told her me and friend had some special training to do. Special training? But where's your friend? It's really important. You never know when a big monster will attack the town, and I have to be ready to help. It was his idea, but I think it's a pretty clever one. Okay, I'm glad you brought him up, because, what is he? This is Friend, Yume's bestest buddy in the whole wide world! Oh, okay. So you're protecting her. I'm sorry, I didn't know. Und was bist du? Ein Sword? Friend says he likes you. Oh, das ist doch schön. Do you want to be friends with us too? Gerne. Yeah, of course. Ihr könnt bei mir leben. Yippee! I just knew you would. Since we're friends, I might have fibbed a little. I actually want to leave home so I can go look for my mother. You're a traveler, aren't ya? Mhm. Ja, bisschen sowas in die Richtung. I promise I'll do whatever I'm told, and I'll stay out of trouble, and I'll eat all my vegetables, and I won't wander away from friend. Just please, please, please take me with you. So. Please, pretty please. Willkommen. Welcome to the ranks. Ihr dürft mitmachen. Thank you, Noah. Thank you so, so much. Gerne. So. Okay, das sind auf jeden Fall die beiden, die ich brauche für die Reisende mit Freund. Yume. Also es ist auf jeden Fall die, die ich brauche für die Quest mit dem kleinen Diebesmädchen. Me and friend better go tell grandma that we're gonna look for mom. So. Wait, you're bringing him to town?
Huch. Das war easy. Aber das ist jetzt abgeschlossen. Oder muss ich nochmal zu der Oma? Eigentlich nicht, oder? Ah, vielleicht gibt mir die Oma noch was. Wenn ich sie nett frage. Oh, da sind wieder Eier. Vielleicht kriege ich... Ich muss meine Eier noch abgeben. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Beim letzten Mal. Die Eier zum Ausbrüten. So, juhu, müssen wir mal ein bisschen hochpumpen. Dass auch ein paar Runen freischaltet. So, dann gehen wir mal wieder Dorf Verni. Dann rede ich nochmal mit der Oma. Yume told me everything. I'm worried sick that she'll get hurt, but I suppose if she has her big friend and she has you, just promise you'll look after her. Das mache ich. So, Stadt der Springbrunnen. Ist das Ältesweiß? I'm a teleportation professional. Sind da viele Springbrunnen? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall sind hier Springbrunnen, ja. Ist hier ein spezieller Schmied drin? Weiß ja, mein Waffenladen, aber... Nee. Wo findet man das? Beim Schmied direkt? Aber der sah mir so unscheinbar aus. Aber ich guck trotzdem mal rein. Ach da, na den habe ich vorher noch nicht gesehen. Excuse me. Get the hell out of my workshop. Sehr freundlich, dankeschön. So sorry. Hey, sorry for yelling like that. But you really gotta stay away from the forge. One misstep and bam, you'll be missing some fingers. And what the hell do you want anyway? A custom weapon job or something? Douglas. Wegen Waffen bin ich hier. Ich möchte dich bitten, der Allianz beizutreten. I'd like you to join the Alliance as our Master Smith. Eh? You want me to join your army? Ja, wäre cool, wenn du das machst. I don't hate the sound of that, but I ain't one for half-assing things. If you're serious about bringing me on, you's better make sure I get what I need to do the job right. Iron ore. Bring me 10 hunks of it, and I'll be your blacksmith. Or your buddy, or whatever else you want to call me. 10 Eisenerz, wo soll ich denn die herbekommen? Den Eisenherz. Cool. In der Mine gibt's nix. Aber da gibt's keine 10 Stück in der Meereshöhle. In der Stadt habe ich noch gar nicht rekrutiert, habe ich noch gar nicht geguckt. Die anderen kann ich gar nicht ansteuern.
Es gibt gar nicht so viele Höhlen. Zehn ist eine... Das ist eine stolze Nummer. Ah, hier sind nur Steine. Es gibt nur ein paar hier mit. Naja, ich guck mal ein bisschen. Sind ja hier in der Höhle und bauen ab. Cool. Hab sie eine Trophäe dafür bekommen oder eine Errungenschaft oder wie man das auch immer nennen möchte. Ich bin schon gerade hier wundert, warum die da rumstehen. No slacking, Cullies! Come on! Fire! Also sie dürfen nicht Yugo angreifen. Schön, zwei Schaden. Das ist mein Mann. Den wollen wir mal ein bisschen hochzüchten. Ein bisschen groß machen, den guten Mann. Bevor er dann mit richtig auf Mission gehen kann. Er kriegt 5000. Oh, Level 17, der macht sich. So, jetzt gucke ich mal, ob ich Eisenerz hier finde, aber keine 10 Stück, da kann ich herein und rausrennen. Wie so ein Idiot. Ah, ich habe irgendwie noch keinen Spot gefunden, weil ich habe ja zum Beispiel diesen Kopfgeldhügel, glaube so hieß das, und... den Kopfgeldhügel, den Düsterwald, da finde ich ja... sehr gute Ressourcen. Aber sowas habe ich für Steine noch nicht gefunden. Das brauche ich für Steine. Aber ich weiß nicht, wo das sein könnte. Schon mal 8 Schaden gemacht. Oh, jetzt kommt seine Haiattacke. Hui! 252. Er kriegt 6000. Stufe 24. Braucht er nur noch... Der hat ja wirklich auch super schlechte Ausrüstung, ne? Ich habe auch nichts bei, was ich ihm anlegen kann. Eieiei. Nee. Oh. Nun gut. Immer noch Stein. Ich hoffe, er überlebt das. Also er darf einfach nicht angegriffen werden. Dann ist alles gut. So, also da war auf jeden Fall Eisendingsbums. Man muss nur rankommen. Oh, da sind aber viele. Da hau ich rein. Nicht, dass mein armen Yugo noch was passiert. Zweimal Eisenerz, so viel noch 8. Vielleicht muss ich immer hin und her laufen jetzt, weil die regenerieren sich ja nach einer gewissen Zeit. Und dann wird das jetzt ein bisschen gefarmt hier drin. This'll be a cinch. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich effektiv Eisenerz abbauen könnte. Da ist auch nur Stein. Hier ist noch was, ne?
So, 4 Eisenerz. Also wenn ich da hin und her laufe, könnte es ja vielleicht was werden. Ah, sind mir auch zu viele Gegner. So, da ist immer noch die Barriere davor. Kommen wir nicht durch. Weiß halt nicht, wie lange es dauert. Bis sich das wieder regeneriert hat. Werde ich dann sehen, keine Ahnung. Oh, was macht er? 117. Bin stolz auf dich, Juro. Und das mit Stufe 24. Noch eine Rune freigeschaltet, wunderbar. Ich kann mich ja auch nicht wieder raus teleportieren und dann wieder rein. Das müsste ich ja dreimal machen, das Ganze. Challenge accepted. Muss spannend sein. Nach einer gewissen Anzahl Kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wann sich das oder wie sich das regeneriert. Ah, hauen wir mal lieber rein. Wo kriege ich noch Eisenerz her? Gute Frage, nächste Frage, ne? Not sure you even need me for this one. Mir fällt auch nichts ein. Ist halt schade, dass ich aus meinem vorhandenen Bestand nichts rausnehmen kann, um das dann mitzunehmen dafür. Das regeneriert auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Gut, hier, die regenerieren sich alle nicht. Aber ich weiß, dass es passiert. Wenn ich mich jetzt zum Ausgang teleportieren würde, würde der Erste da vorne wieder gleich da sein. Vielleicht nach einer gewissen Anzahl von Kämpfen. Oder wirklich Zeit. Guck, jetzt hier mal ein bisschen. Da, es hat sich wieder. Ah, es hat sich. Es ist einfach Zeit. Ey, da müssen wir halt ein bisschen Zeit hier totschlagen. So leid es mir tut, aber da wird ja ein bisschen Zeit totschlagen. Und ich quatsch ein bisschen. Wir quatschen ein bisschen Müll nebenbei. Also alles wie gehabt. Oh, 17 Schaden hat der Bus genommen. Trotz seiner schlechten Rüstung. Das ist krass.
wieder eine Rune bekommen, habe ich gesehen. Oh ja, geil. Also es ist halt wirklich eine reine Zeitsache. Geil. Geht bestimmt besser, aber eine bessere Methode fällt mir gerade nicht ein. Deswegen ziehen wir es jetzt durch auf meine Art. Und kämpfen einfach, damit Yugo besser wird. Dann wird noch schön sein Schwert aufgepimpt, seine Rüstung aufgepimpt und dann ist er fit für den großen Kampf. Erstmal schön auf alle. Ey. Stufe 32. Ja, macht Spaß. Schmeckt. So, Stein müsste auch wieder da sein. Nehmen wir natürlich auch gleich mit. Hallo? Bist du schon fertig? Let's do this. Here's a little Guardian Arcana. Fire. Fire. Oh, jetzt kommt der Special Angriff. I got a little prison for you. Nicht schlecht, 142. Und das noch mit schwacher Waffe, ne? Weil wenn die Waffe jetzt upgraded ist. Anschnallen. Anschnallen, der wird richtig Schaden machen. Komm, der ist gleich Stufe 34 auch, wenn ich richtig gesehen habe. Da ist es. Zwei Eisenerz. Sind wir bei 8. Ja gut, dann warte ich jetzt, bis der da hinten nochmal ist und dann kann ich mich raus teleportieren. Easy. No slacking, Cullies. Da sind mir ein bisschen zu viele. Traue ich mich nicht. Also eigentlich kann ich auch davor stehen bleiben, hoffentlich, dass das genauso klappt. Ich würde mal sagen, alle 5 Minuten oder so regeneriert sich das. Ja. Was gibt's sonst so Neues? Was geht ab in der Hood? Was sind so die Pläne fürs Wochenende? Ein Schaden! Mit seiner Kackrüstung, die er hat. Nimmt der nur einen Schaden? Ich bin begeistert. Bin absolut fassungslos und begeistert. Mal gucken hier. Der hat die abgefuckteste Rüstung überhaupt und nimmt keinen Schaden. Leibwächter-Kombo. Ah, mit Garou zusammen. Kann er es machen. Hat aber auch nur 3 bzw. 4 Runen. Blindheitsresistent. Die ist mit 42, wird die freigeschaltet. Okay. Krone des Schlitzers. Da kann ich was. Das ist passiv wahrscheinlich. Oder Verstärkung. Na, mal gucken.
Aber auf jeden Fall ein strammer Kerl. Da hat mir Grill gestern nicht zu viel versprochen. Challenge accepted. So viele Nachrichten hier. Hau einen raus, komm. 187, Junge. Da kribbelt's im Schritt bei mir. Da steht... Da wird das Höschen nass. Bei euch steht nichts an. Wird ein entspanntes Wochenende. So soll es doch sein. So soll es doch sein. Und ich habe meine 10 Eisenerz voll. Ja, 10 Stück habe ich. So soll es doch sein. Da muss ich mal was Neues kaufen. Ja, wie gesagt, bei uns Ikea und ansonsten auch nichts. Dann wird gechillt. Ganz gemütlich. I'm a teleportation professional. So wie sich das gehört für ein Wochenende. Immer schön chillen. Sind das Hot Dogs? Oder was sollen die Emojis darstellen? Kann das leider nicht erkennen. Gut. Iron ore. Bring me 10 hunks of it and I'll be your blacksmith. Or your buddy, or whatever else you want to call me. Es ist ein Zeichen dafür, dass hier ein bisschen Fiki-Fiki am Wochenende gemacht wird, ne? Das Würstchen im Brötchen reinschieben. So nach dem Motto. I'd like you to join the alliance. Mhm. Oho! I see you found the iron ore I need. I can work with that, which means I can work with you. Ich bin kein Blindfisch, aber das sieht halt, es ist alles sehr klein hier. Ja? Da, das könnte alles Mögliche sein. Welcome to the ring. The name's Douglas, and all I ask is that this city of yours have a proper watering hole. Now, point me to the anvil. Ach, Ikea gleich Hotdog essen. Ja, das macht auch Sinn. Ich hab's irgendwie... Ja, du kannst mal sehen, wie versaut ich bin. Ich hab das so verstanden, ne? Am Wochenende chillen und dann halt Würstchen ins Brötchen reinstecken, ne? So denke ich. So denke ich. Schande über mein Haupt. Guck mal, jetzt erstmal hier schon die Waffe upgraden. Aber morgen in Ikea wird erstmal schön so ein Hotdog dann zum Frühstück reingeprügelt. Das auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal zurück in unser heimisches Basen-Ding. Jetzt können wir den Schmied bauen. Können wir schon den Schmied bauen? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das wollte ich nicht. Dann, wie gesagt, die Eier muss ich abgeben und dann kann ich jetzt das mit dem kleinen Mädchen weitermachen.
in a building mood, are we? Ja, hier, ich möchte meinen Schmied. Bang! Aber in Ikea gibt es ja nur noch so weitestgehend. Gibt es ja weitestgehend nur noch. Vegetarische und vegane Hotdogs, ne? Also die sind jetzt günstiger als die mit Fleisch. Ja, wird gleich weiter ausgebaut, die Schmiede. Gut. Orichalcum-Erz. Heiliger Baumsplitter. Das sind schon ordentlich Ressourcen. Eisenerz habe ich jetzt einiges, ja. Also hier kann ich das Ganze... Also Angeln kann ich ja ordentlich verbessern. Theater habe ich noch nicht. Ah, stellt Bronzestatue in Burg auf, die den Nummer 1 Helden der Rangliste darstellt. Ah, okay. Mhm. Nun gut. Dann gucke ich mal hier. Oh, kein epischer Erfolg mehr, nur noch normale Erfolge. Aber auf jeden Fall, die bringen halt Ressourcen rein, ne? Ich muss ja nicht immer ein epischer Erfolg sein. Ein Erfolg reicht mir ja schon aus. Genau, jetzt... Was mache ich jetzt nicht? Das Eier abgeben, oder? Erstmal die Eier abgeben. Und dann muss ich das Mädchen mit ihrem Freund suchen. Wo ich noch keine Ahnung habe, wo die sich rumtreiben. Absolut gar keine Ahnung. Stelle prüfen. So. Gewöhnliches Ei. Dann ein vielversprechendes Ei hat schon mal zwei. Alles hier, komm, alles schön ausbrüten. Ja, wir züchten jetzt richtig was. Schlüpft nach einem Rennen oder 15 Minuten? Naja, dann, ne? Fantastic. Wo könnte das Mädchen mit dem... mit ihrem Freund sich rumtreiben? Das ist halt schwierig, weil ich die noch gar nicht gesehen habe. Gehe ich erstmal zur Schmiede. Wenn die Schmiede denn hier drin ist. Oder ich kaufe erstmal Rüstung auf Fiyuko. So, Hugo. Kampfhaube. Oh,
was muss ich denn erstmal suchen? So, das können wir verkaufen. Gut. Und dann kriegt er halt noch eine richtige Rüstung. Schönen Kreuzpanzer. Auf Herrn Hugo. Gucke mal, ist er da eine richtige Verteidigung? Dann kaufe ich für Euphirius das noch. So. Wunderbar. Jetzt muss ich nur den Schmied finden, wo der sich einquartiert hat. Das ist leider nicht immer so ersichtlich. Da ist doch der Schmied. Wird mir gleich angezeigt. Und wo ist das Mädchen mit ihrem Freund? Kann mir das jemand sagen? Mag mir das jemand sagen? Ah, hallo, Herr Schmied. Ah, da bist du. Schön, Level 5. Level 6. Jetzt geht's hier richtig rund. Zanryuto. She's a beauty. Der wird so viel Schaden reinknüppeln, der Junge. Dass es kein Morgen mehr gibt. She's a beauty. Krass. I can give you some time. Hier kommt die Werkstatt hin. Ja, würde ich dir gern bauen. Das baue ich dir gerne. Bei Gelegenheit. Oh, gibt es hier irgendwas? Ich kann mal so ein bisschen in die Häuser reingehen. Okay, du isst gut. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. So, hier ist noch absolut gar nichts. Aber du stehst hier einfach so rum. Der reisende Händler. Ja, den hatte ich schon mal. Ich glaube, es war erst gestern, aber ich könnte mir ja vorstellen, dass sie hier irgendwo abhängen. Nee, bei Martha nicht. Hier auch nicht. Ey, jetzt kann ich ewig suchen. Hier sind sie auch nicht. Ja, es kann im Schloss kann es auch überall sein, ne? Ach, herrje. Nee, gut, da schon mal nicht. Hier vielleicht?
Nee, Grabsteine, da wird bestimmt irgendwas. Entweder haben sich da Entwickler oder andere Leute verewigt, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Da ist Yugo. Schwierig. Schwierige Angelegenheit. Ich glaube, im Saal werden die nicht sein. Stimmt, da waren die drin. Warum sollten sie hier im Konferenzzimmer sein? Da sind sie. Ey, die vor meiner Nase, ne? Frechheit. You guys again? How do you always know where I am? Vor meiner Nase, ich hab sie nicht geschaut. Guten Abend, Greer. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich dir. Ich war schon ein bisschen fleißig. Ich habe schon fleißig rekrutiert wieder. Also ich habe da weitergemacht, wo ich gestern aufgehört habe. Und ich habe jetzt auch das Monster mit, nicht Monster, Freund, mit dem kleinen Mädchen gefunden. Ganz vom Anfang. Alright, kid, you're going on a timeout. Oh, auf Englisch auf einmal. How? It doesn't make sense. How do you keep finding me? I'm a master at covering my tracks. There's no way you saw through my brilliant bluffs and flawless false trails. The thief's getting a spanking. Ich find's schön, wie wir das jetzt nicht übersetzt haben. Aber wir haben halt Bababa. This is, it's not fair. I worked so hard. How? You have to tell me how. It's okay, Yume. I've got this. Good. Boss! You're not gonna give her a pass? After how much she stole? After she ran us around like idiots? Perhaps she could be given a chance to atone for her crimes. Don't you agree, Noah? Mm-hmm. Can I ask you something, Faye? Why didn't you steal something more valuable and skip town for good? Well, I... It's just... You like it here. Everyone here is so nice. Yusuke and Francesca always treat me like we're equals. Nur nette Menschen hier in meiner Basis. It's so fun to play with. She even said she would be my best. So I didn't want to leave. You're still my friend, and your friend's friend too. It's okay, Faye. If you want to stay in town and grow up here, you can. You don't need to keep stealing. You'll forgive me? Yeah. But only if you promise that you've learned your lesson. We might even skip the timeout. So, what do you say? I'd say... In your face!
commander of the entire alliance! See, Yusuke? That right there is what makes the mighty Fae the greatest in the world! Hmm. Those tears were fake? You're the commander of the Alliance, and you let yourself get taken in that easily? Ha! Erstmal gleich in den Kerker sperren. Calls your leadership into question. Wer so frech ist. What? Renn in den Kerker. Clearly, you need somebody smart to look out for you. I guess I got no choice. The mighty Fae is officially joining the Alliance. And I'm already individually the greatest. That makes your army the greatest too. Congratulations, sucker. Dich will ich auf dem Schlachtfeld sehen. Dich nehme ich mit auf dem Schlachtfeld und dann kannst du mal zeigen, was du kannst. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Kinder hasse. Alles meins. Hey. Here needs me, right, Noah? Ha! Nee. It's all right, child. He knows how you truly feel. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt's hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen, sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.